Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus der GS1-Community und den GS1-Fachgremien. Mein Name ist Roland Weibel, ich bin Branchenmanager beim Gesundheit bei GS1 Switzerland und ich darf Sie zusammen mit unseren beiden Gästen, Alexander Soland, Bereichsleiter Supply Chain Management, Universitätsspital Zürich, und Peter Kauf, CEO und Gründer der Prognosix AG, und meinem treuen Wingman Marc Schneider durch die heutige Diskussion führen. Diese Diskussion wird aufgezeichnet und im Anschluss an die Durchführung auf unserer Webseite und YouTube-Kanal zum Nachschauen bereitgestellt werden. Nachdem wir 2020 sehr statisch mit einem wiederkehrenden UDI-MDR-Webinar unterwegs waren, haben wir 2021 dieses Format mit monatlich wechselnden Themen geändert. Wir haben uns dann mal mit der Firma Strico zu einem Livestream getraut, wo wir von unserer Kreativzone eine Live-Aufnahme mit euch geteilt haben. Und heute getrauen wir uns noch einmal an ein neues Format. Wir wollen ja nicht stillstehen. Wir machen heute zum ersten Mal eine virtuelle Roundtable-Diskussion und wir werden unseren Gästen total 3 Präsentationssequenzen zu teilnehmen zeigen. Und Sie können dann anschließend Fragen stellen, eine Diskussion in Gang bringen. Und wir bitten Sie eigentlich dazu, Sie sind mal stumm geschaltet von Haus aus. Und wenn Sie etwas sagen möchten, bitten wir Sie, das Handhochhalten-Button zu drücken. Marc wird Ihnen dann den Ton freischalten, dass Sie dann an der Diskussion teilnehmen können. Das Universitätsspital Zürich hat den Swiss Logistic Award 2018 verliehen bekommen und nun auch noch den internationalen Leipziger Innovationspreis für Krankenhauslogistik. Somit werden die Projekte weit über Zürich wahrgenommen und deshalb möchten wir etwas über die neueste Lösung von Universitätsspital Zürich gemeinsam mit der GS1-Community teilen. Ich bedanke mich bei unseren beiden Gästen, dass sie sich die Zeit nehmen und ihre gemeinsamen Arbeiten hier vorstellen. Alexander und Herr Knauf, stellen Sie sich doch vielleicht gleich selber vor. Ja, dann beginne ich doch gleich. Danke, Roland, für die Einführung. Du hast meinen Namen schon erwähnt, Alexander Soland, und die Funktion bin ich zusammen mit einem großen Team für das Supply Chain Management am USZ zuständig. Vom Haus aus bin ich Ökonom, somit Artfriend im Gesundheits- und Spitalwesen, aber ich habe meine bisherige berufliche Karriere praktisch nur oder ausschließlich im Gesundheitswesen verfolgt. Mein Name ist Peter Kauf, ich bin Geschäftsführer der Prognosix AG, von Haus aus Mathematiker, also insofern auch relativ weit weg vom Gesundheitswesen. Wir haben die Firma Prognosix AG als Spin-off der ZHW, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, 2014 gegründet und machen Algorithmen und Prognosen basierend auf Daten, unter anderem für den Lebensmittelhandel und seit 2019 auch für das Gesundheitswesen. Von uns mit dabei ist auch Raphael Gurtner, CTO im Unternehmen, als Backup und falls Fragen kommen, die sehr technisch sein würden. Dann Roland, würde ich die Präsentation übernehmen? Ja, gerne. Du müsstest das jetzt können. Ist das der Fall? Seht ihr den Bildschirm? Ja, ich sehe den Bildschirm. Danke. Ja, ich komme gleich zum Punkt. Nur eine kurze Einführung zum Unispital Zürich. Es sind mittlerweile rund 43 Kliniken, Institute, also verschiedene Fachdisziplinen, die die Leistung hier erbringen. Wir sind auch eine wichtige Ausbildungsstätte für Medizinstudenten, aber natürlich auch für die Pflege, für MPAs. Wir haben rund 2.500 Forschungsmitarbeitenden, die hier am Campus, aber auch an einem weiteren Standort in Schlieren tätig sind. Insgesamt sind am USZ direkt selber etwa 8.400 Vollzeitstellen beschäftigt. Das sind fast 10.000 Personen. Und Sie sehen es auch ein bisschen auf dem Bild. Es ist wirklich eine Kleinstadt in der Stadt Zürich.
die wir tagtäglich versorgen dürfen. Und das ist eben jetzt auch in der Komplexität gestiegen in den letzten Jahren, weil man kennt so diesen klassischen Campus, das Campusareal, alle sehr nahe beieinander gebündelt, sind aber doch immerhin etwa 92 verschiedene Gebäulichkeiten am Campus. Aber das konnte in der Vergangenheit gut bewältigt werden. Unsere neue Herausforderung ist, dass das Uniklinikum Zürich eben nicht mehr aus dem Standort Campus oder im Zentrum alleine besteht, sondern wir haben letztes Jahr im Oktober am Flughafen im Circle ein Ambulatorium eröffnet, das mehrere tausend Patienten im Jahr behandeln und diagnostiziert. Wir haben einen Forschungscampus in Schlieren und wir haben in Schlieren gleichzeitig unser neues Logistik- und Servicezentrum wie auch die Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte lokalisiert. Dann gibt es noch zwei weitere Standorte, die medizinisch nicht ganz so von Bedeutung sind. Das ist einerseits eine kleine Radiologie in Wollishofen und dann vor allem für die administrativen Bereiche, sei es HRM, ICT oder Finanzen, ein Bürokomplex in Dübendorf. Aber dieses Konstrukt will versorgt sein. Und was das heißt, das sehen Sie hier auf diesem Slide. Wir haben ein gewaltiges Sortiment. Wir haben rund 40.000 verschiedene Medizinprodukte. Wir haben etwa 3.000 bis 4.000 verschiedene Lebensmittelartikel im Sortiment und dann noch unzählige weitere Verbrauchsartikel. 4.100 verschiedene Medikamente. Und dieses Sortiment will bewirtschaftet sein. Die, die sich mit Stammdaten auseinandersetzen, wissen, wie anspruchsvoll das ist. Die das dann noch nach dem Standard von GS1 machen möchten, wissen noch, wie viel anspruchsvoller das ist. Roland, gell? Wir hatten da schon ein paar Diskussionen dazu. Und das wird auch in Volumen bewältigt. Also das sind 12 bis 14 Tonnen an Materialien, die tagtäglich an den Campus von unserem Logistik- und Servicezentrum verschoben wird. Und ich sage das deshalb, weil ja, so wir Theoretiker haben dann häufig wirklich keine Relation mehr, was das eigentlich im Alltag logistisch auch heißt. Dann die Bewirtschaftung der Lieferanten ist etwa ähnlich anspruchsvoll. Wir haben über 4.000 aktive Lieferanten-Herstellerbeziehungen. Auch die müssen natürlich mit entsprechenden Stammdaten gepflegt werden und ganz nicht zu sprechen eigentlich vom Lieferantenmanagement, das bei solchen Zahlungen eigentlich ad absurdum geführt ist. Und dann die ganzen Transporte, die stattfinden, on campus vor allem, das sind Kuriertransporte, also Spontantransporte für Betäubungsmittel, für Laborproben, für Kühlprodukte. Das sind aber auch Transporte von Patienten aus den Stationen auf die OP-Plattform oder zu einem MRI und wieder zurück. Viele Patienten können das ja nicht selber bewältigen, nicht nur, weil sie nicht mobil sind, sondern weil sie sich auch nicht zurechtfinden und das will hier begleitet werden. Wir haben etwa 700 Warnempfänger in unserem System und dann eigentlich über das, was Sie hier gesehen haben, auch verteilt. Und was auch noch dazu kommt, sind 15.000 verschiedene chirurgische Instrumente, die die AMP tagtäglich aufbereitet. Das sind Tausende von Einheiten, die sie jeden Tag reinigen, kontrollieren, wieder zusammensetzen, verpacken, sterilisieren und dann auf die OP-Plattform liefern. Also die Versorgungssicherheit steht hier im Zentrum und das wird über all diese Leistungen und Sortimente hier gewährleistet. Und das ist eigentlich unser Auftrag. Tun wir das in dieser Organisation? Wir haben grundsätzlich vier große Abteilungen. Das ist der Einkauf, das ist die Logistikabteilung, dann eine Einheit, die wir Services nennen, die diese Spontan- und Patiententransporte macht und wo wir auch jetzt einen Leitstand aufgebaut haben über die letzten Jahre, weil unser Wunsch ist auch, dass wir One Face to the Customer haben, dass egal was für ein Bedürfnis unsere Nutzer aus der Medizin und die Supply Chain haben, sie können sich an einen Punkt wenden und kriegen dort ihre Fragen beantwortet, sei es, wo sind die Aufträge, kann ich einen Transport organisieren
oder ich brauche ein Notfallsieb express geliefert. Und dann schlussendlich, das ist der Produktionsteil von diesem Supply Chain Pfad, das ist die Aufbereitung der Medizinprodukte. Das war auch eine härtere Diskussion mit der Medizin. Wir waren klar der Meinung, das ist ein industrieller, produktionsgerichtete Einheit und sollte auch so verortet werden. Und seit rund 2,5, 3 Jahren ist das jetzt auch in unserem Organisations- und Aufgabenportfolio. Und hier darf ich an Peter übergeben. Sehr gerne. Die Prognosik sage ist ein wenig kleiner als das Universitätsspital Zürich. Allerdings arbeiten wir mit all den Zahlen, die wir jetzt hier gesehen haben, von Alexander eben im Hintergrund. Wir sind in Zürich zu Hause, arbeiten vor allem mit Organisation. Du darfst gerne, Alexander, das passt schon. Auf das nächste Slide. Genau, wir arbeiten mit Organisationen, die hohem Erwartungsdruck und hohem Kostendruck unterliegen. Wir haben bei diesen Organisationen in der Regel eine IT, die komplexe Prozesse anbietet, aber eben meist nicht ganz so genau, dass sie für das Supply Chain Management passgenau sind. Wo es eben darum geht, wie es der Alexander schön gesagt hat, Tausende von Artikeln zu bewirtschaften. Wir haben einen unübersichtlichen Markt mit Tausenden von Lieferanten. Es kommen MDR-Themen und immer wieder sich wandelnde Bedürfnisse der Anwender. Und wir bei Prognosix, wir bieten hierfür Software-as-a-Service-Lösungen an. Es heißt Prognosix Supply, wie wir dieses Paket nennen. Und das basiert im Wesentlichen auf 3 Pfeilern. Es geht darum, dass wir aus Daten prädiktive Intelligenz bauen, Predictive Analytics, und so sagen können, was wird im Bedarf passieren. Darauf aufbauend Entscheidungsintelligenz, was sollen wir tun? Das heißt, wir visualisieren, wir interpretieren die Daten, aber auch die prädiktiven Themen oder Prognosen auf eine Plattform, auf eine Oberfläche. Und diese, das ist der dritte Pfeiler, integrieren wir in die Prozesse, damit es eben täglich zu Mehrwert führt. Das so ein bisschen theoretisch umrissen, was Prognosix tut. Wie wir am Anfang gehört haben, freuen wir uns sehr, dass wir 2021 den Innovationspreis entgegennehmen durften aus Leipzig für diese Arbeit und gemeinsam mit dem Universitätsspital Zürich. Gut, das wäre eigentlich jetzt so der erste Teil, die erste Einleitung. Ich weiß nicht, ob es anfangs gerade Fragen aus der Runde gibt, so zu die, unseren Herausforderungen oder dem Ansatz der Firma Prognosix. Alexander, nein, zurzeit noch keine Fragen oder Anmerkungen vom Zuschauerkreis, nein. Gut, dann nehme ich den Ball von Peter auf. Oder das sind so die Themen, die uns bewegen. Wie analysieren wir die Unmengen an Daten, die wir in unseren Systemen haben? Was kann daraus gelesen werden und was sollen wir dann tun? Und wir sind eigentlich von einem anderen Themengebiet auf die Prognosix zugekommen ursprünglich. Das waren die Sortimentsanalysen. Aber unter Covid hat das natürlich eine ganz andere Richtung genommen. Dank einem Herrn aus unserem Projektteam, der dann gesagt haben, ja, jetzt müssen wir uns Richtung Covid verstärken. Wir müssen schauen, ob wir die Techniken, die Logiken von Prognosix nutzen können, um mögliche Engpässe unter Covid frühzeitig detektieren zu können. Wir haben also so eine Art Roadmap, wie wir die nächsten Jahre bestreiten möchten in unserer Supply Chain. Das ist einerseits die Standardisierung, tönt sehr banal, aber das ist ja aus verschiedenen Punkten sehr zentral. Einerseits in der medizinischen Leistungserbringung. Also es wird auch zunehmend für die Medizin, die Pflege schwieriger, die Leistungen zu erbringen, weil diese Fragmentierung, diese Aufteilung in verschiedene Fachgebiete, da merken wir, da kommt der Mensch langsam an seine Kapazitätsgrenzen, dass er das überhaupt noch bewältigen kann. Und für uns dann als Enabler von dem Ganzen genauso.
Es ist aber dennoch wichtig, dass wir verschiedene Module bilden. Wenn wir mit Medizinern sprechen und von Standardisierung reden, dann haben die immer Angst, dass wir jeden Patient einheitlich abhandeln wollen. Wir haben schon verstanden, dass wir doch verschiedene Cluster in der medizinischen Erbringung haben, sei es in der Diagnostik oder in der Erbringung der Behandlung, Eingriffssäle, Notfallstationen, normale Pflegestationen oder Intensivstationen. Und da sind wir intensiv daran, mit den verschiedenen Nutzen-Module für diese verschiedenen Plattformen zu bilden. Und schlussendlich wichtig, diese Digitalisierung, da haben wir auch mit den eigenen Leuten immer wieder die Diskussion, ja, wieso müssen all diese Stammdaten gepflegt werden? Was heißt jetzt Risikoklasse genau? Wo wird das gepflegt in unseren Stammdaten? Wie komme ich zu diesen Risikoklassen? Mache ich da irgendwelchen Internet-Research oder kann ich doch den Hersteller dazu bewegen, uns die Daten zu liefern? Und schlussendlich sind dann diese drei ersten Kugeln die Grundlage auch für weitere Automatisierungen in unseren Prozessen. Und deshalb ist das für uns einfach so auch dieser logische Ablauf, den wir gehen müssen. Das gibt dann aber auch die Möglichkeiten, eben weiterzugehen im Thema Forecasting. Hier sehen Sie die Strategien, die wir uns aufgezeichnet haben für die Bewältigung dieser Covid-Situation. Wir wussten, es wird verschiedene Artikel geben, die zu Engpässen führen werden bei den Behandlungen oder in der Diagnostik. Wir wussten aber nicht, welche Artikel das sind. Und aus 40.000 können Sie jetzt ein paar auswählen. Also mussten wir wirklich zusammen mit den Nutzern diese Liste definieren. Wir haben sie dann Critical Item List USZ oder kurz CILO genannt. Und das war dann auch die Basis zur weiteren Analytik mit Prognosics. Also nachdem wir diese Artikel identifiziert hatten zusammen mit den Nutzern, haben wir dann mit Prognosics geguckt, wie wird sich der Bedarf dieser Artikel entwickeln. Was heißt es, wenn man 46 Intensivbetten betreibt? Was heißt es, wenn es 84 Intensivbetten sind? Was hat das dann für Auswirkungen auf den Verbrauch der verschiedenen Materialien? Nicht alles nimmt dann linear zu, weil sie das dann über mehrere Tage verwenden können oder Multi-Use möglich ist und so weiter. Aber wir haben nicht nur den Bedarf versucht, mit Prognosics dann besser einzukreisen oder zu definieren, sondern auch die Möglichkeiten, wie der Nachschub gewährleistet werden kann, einerseits über die verschiedenen Beschaffungsquellen, dann auch über Eigenproduktionen. Also wir haben mit der ETH zusammen geprüft, was ist möglich über 3D-Druck als Artikel zu generieren. Und dann haben wir auch Artikel wieder aufbereitet, die eigentlich für Single-Use konzipiert sind. Wir tun das immer noch. Beispielsweise Schutzbrillen werden bei uns mehrfach aufbereitet, bis sie dann so deformiert sind, dass sie aussortiert werden müssen. Und das Schlimmste, und das wollten wir jederzeit vermeiden, ist Einschränken. Also das heißt, dass nur bestimmte Patienten gewisse Behandlungen bekommen, respektive einfach die Produkte zu bestimmten Patienten in Anwendung kommen. Und das wollen alle in der Medizin natürlich vermeiden, dass wir eine Triage machen müssen bei den Behandlungen. Wie das dann im Resultat ausgesehen hat, ist teilweise relativ simpel. Also da habe ich manchmal dann auch geschmunzelt und dachte, ja, das ist jetzt einfach so eine Excel-Tabelle mit ein paar Farben. Aber was dahinter steckt, ist dann schon etwas anspruchsvoller. Und schlussendlich ist ja das Resultat, das zählt und nicht das Visualisierte. Das hat dann aber im Laufe des Prozesses immer mehr Entwicklung erfahren. Bis hin, das ist dann so ein Lieblingstool von mir, wo man dann eben die Bedarfe sieht und auch mit verschiedenen Szenarien. Also wir hatten dann einerseits die Verbräuche konventionell vor Covid, dann unter Covid, dann hatten wir ein Forecasting seitens Prognosics oder wir hatten bei verschiedenen Artikeln auch selber die Möglichkeit, Szenarien zu bilden. Wir hatten mit der Spitalhygiene unzählige Diskussionen. Ja, was heißt es, wenn FFP-Masken für jedermann befohlen wird? Was heißt es, wenn dann sogar 2 bis 3 Maskenwechsel pro Tag gewünscht sind? Können wir das überhaupt decken, diesen Bedarf oder nicht? Wie schnell werden wir wieder out of stock sein oder nicht? Das konnten wir wirklich aktiv und auch in dem Sinn proaktiv mit den Nutzern und den Entscheidungsträgern diskutieren, auch anhand dieser Tools von Prognosics.
eben, dass man im ganzen Wald den Baum nicht aus den Augen verliert, sind solche Tools enorm wichtig im Alltag, dass wir relativ rasch, also hier wir heißt die Einkäufer vor allem, aber auch Leute aus der Versorgungslogistik, sehen können, wo drohen Engpässe, in welchem Zeithorizont gibt es Ersatzprodukte. Also wir haben auch die ganze Zeit nach Substitutprodukten geguckt in unserem Sortiment, das wir schon haben, aber auch bei den Herstellern, was noch möglich ist, um eben Engpässe vor Ort und am Patienten vermeiden zu können. Ja, Forecasting war vor Covid in der Medizin keine Diskussion. Wenn Sie einen Mediziner fragen, wie hoch der Anteil an Notfällen ist, dann wird er Ihnen sagen 80%. Wenn Sie dann effektiv die Daten konsultieren, merken Sie, dass nur 20% aller unserer Eingriffe und Behandlungen effektiv Notfalleingriffe sind. Der Rest ist auch in einem Akutspital sogenanntes elektives Business. Das heißt, das wird Tage bis sogar Wochen im Voraus geplant. Und das ist aber wie einfach nicht oder war nicht existent. Und das ist schade, weil hier geht eigentlich viel Potenzial verloren für die Planung, nicht nur der Material, sondern eigentlich auch der Personalressourcen. Aber da findet auch ein Wandel statt im Gesundheitswesen, dass man diese Daten, die man hat, diese Disposition, die eigentlich auch in den Systemen vorhanden ist, weiter nutzen kann, als das aktuell der Fall ist. Dann die Bestellüberwachung konnten wir damit optimieren. Und eben, wie ich erklärt habe, auch Entscheidungsgrundlage generieren für Spitalleitungen oder die Taskforces, die wir im Haus haben, für die Covid-Pandemie-Bewältigung. Perspektiven, ja, ich denke, da liegt wirklich sehr viel Potenzial. Da sind wir auch dran, mit der Firma Prognosix das auszubauen. Der Peter hat am Schluss eine ganz spannende Folie, wie weit eigentlich dieses Forecasting in einem Spital getrieben werden könnte und eigentlich in mehrere Richtungen zum vorgelagerten Prozess der Behandlung, aber auch nachgelagert. Und die Abfallprodukte, für weitere Bereiche, eben sei es die Personalplanung in der Medizin, aber auch in unseren Supportbereichen, bis hin, dass man diese Daten auch für die Finanzplanung nutzen könnte. Jetzt vielleicht doch nochmals wieder die Frage an die Runde, ob zu diesem Ausgangslage unter Covid und was dort die Perspektive war, respektive die Lösung, dass es da Fragen gibt. Alexander, keine Fragen aus dem Publikum bis jetzt? Doch, es ist eine per Chat eingegangen, Entschuldigung. Ah, jetzt gerade, sorry. Genau. Ja, Herr. Ich sehe diese Frage. Wie werden Entwicklungen festgestellt? Trendscouts haben seit mehreren Jahren das Risiko einer Pandemie erkannt. Ja, ich meine, das richtet sich jetzt nicht unbedingt an die Supply Chain, sondern an die Virologen, Epidemiologen und diese Fachgebiete. Also da fühle ich mich ehrlich gesagt nicht imstande, etwas dazu zu sagen. Entschuldigung, ich habe Sie nicht durchgelesen. Alexander, aber ich soll noch kurz eine Frage stellen. Du hast mir vorhin das Wort 3D-Drucker genannt und ihr habt geprüft, ob sich allenfalls Produkte über einen 3D-Drucker, sag ich mal so, substituieren lassen würden. Ist es so weit gegangen, dass ihr das zum Beispiel überlegt habt, einen Trachealtubus oder sonst so ein durchaus Klasse 2A, 2B-Produkt per Drucker zu erstellen, um dann einzusetzen? Also das waren auch Ideen. Das Weiteste, das wir geschafft haben, von dem ich weiß, das sind dann Bügel für Schutzbrillen. Also wir hatten genügend Schutzfolien, aber wir hatten zu wenig Bügeln. Das ist so ein Konstrukt, wo du Schutzfolien mit Bügel verquicken kannst. Und dann haben wir mit der ETH dann Bügel produziert. Aber wir hatten auch Idee, Medizinprodukte herzustellen. Wir hatten, glaube ich, sogar von einzelnen Produkten Pläne dazu. Aber ganz zu schweigen dann eigentlich, wenn das zum Einsatz kommt und es gibt Abweichungen im Behandlungsprozess, wer dann hier Haftung trägt, wie die Hygiene sichergestellt wird. Also das ist dann schon auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Kriegsstatus. Man prüft mal die Möglichkeiten und wir waren, glaube ich, einfach alle froh, dass es gar nicht so weit gekommen ist. Ja, also, aber du hast Möglichkeiten durchgespielt und gut für diesen Bügel, denke ich, das wäre ja mal ziemliche risikolose Klasse, ja, die es da eigentlich gibt.
Jetzt ist noch eine Frage wiederum eingegangen, und zwar Predictive Planning. Was wird da berücksichtigt? Wurde noch eingewendet? Da kann ich vielleicht kurz was sagen. Da kommen wir nachher noch dazu, was wir alles für Faktoren berücksichtigen, um die Bedarfe von Medizinprodukten zu beurteilen und vorherzusagen. Ich kann vielleicht noch kurz auf die oben stehende Frage Bezug nehmen mit den Trendscouts und Pandemierisiken. Wir erfahren täglich im Umgang mit Prognosen, dass Menschen vor allem in die Vergangenheit schauen und sich nicht so richtig auf die Zukunft ausrichten möchten. Und ich kann die Frustration darüber durchaus nachvollziehen, dass man zwar Risiken einer Pandemie erkennt, aber niemand etwas wirklich darum macht. Ich denke, das ist eine große Herausforderung und wir können sie technisch ein Stück weit bewältigen. Ich sage ein Stück weit, denn gerade so etwas wie eine Pandemie, das haben wir jetzt auch wieder gesehen, das fordert alle Wissenschaftler heraus, das fordert alle Data Scientists auch heraus und die Prognosen dazu, gerade jetzt spezifisch auch zu Fallzahlen, die sind, denke ich, nicht genug erhärtet, als dass sie beim Menschen eine vertrauenerweckende Zukunft ausrichten, wie das vielleicht zum Teil der Wetterbericht mittlerweile für die nächsten 2-3 Tage machen kann. Herr Kauf, respektive, es ist jetzt eine Frage eingegangen, respektive ich kann jemanden zuschalten, der Herr Keggy Cornell. Hören Sie mich? Hörst du mich, Cornell? Höre dich gut, Marc. Hört ihr mich auch? Alles klar, super. Ja. Willkommen. Dankeschön. Grüezi miteinander. Heißt das, ich soll meine Frage stellen? Unbedingt, Cornel. Okay. Also ich bin Inhaber und Geschäftsführer von Gridial Gebell. Wir haben bereits damals während der Schweinegrippe hat Gridial Gebell eigentlich die Armee, das DEZA und den Bund versorgt mit Mundmasken. Und das Lustige daran ist, 2 Jahre vor Corona war dann der Zeitpunkt, alles wegzuwerfen. Und während Covid hat Gridial Gebell wieder das Gleiche gemacht. Wir gehören zu den größten Importeuren für den Bund während der Pandemie und vereinzelt auch für einzelne Kantone und oder Spitäler. Und ich habe schon 2-mal den Vorschlag eingereicht, weshalb gibt es nicht eine Bundeslösung für solches Pandemiematerial mit einer gewissen Abnahmeverpflichtung für zumindest Unispitäler oder sogar erweitert Kantonsspitäler auch. Weil die Punkte, die kommen immer wieder und es ist immer genug Zeit dazwischen, um zu vergessen, dass man es hüten sollte. Ich bin der Meinung, es sollte bundesweit gelöst werden. Wie sehen Sie das? Also der Bund, sprich die Armee, hatte ja auch Pandemielager, die sind ja dann auch zu einem Politikum verkommen, weil Teile davon nicht mehr brauchbar waren. Die Haltbarkeit dieser Produkte ist dann halt auch nicht unendlich. Also da gibt es ja auch punktuell bundesweite Lösungen. Wir haben auch unter den Spitälern eigentlich einen engen Austausch gepflegt unter Covid und jederzeit signalisiert, wenn einer Engpässe hat, dann versuchen die anderen das auszugleichen. Das war zum Glück auch nicht explizit nötig. Und das Letzte, was dann halt noch kommt, also die Bedürfnisse sind lustigerweise auch über die Schweiz verteilt sehr unterschiedlich. Also wir hatten am Schluss 6 verschiedene FFP2-Masken im Sortiment, damit dann die unterschiedlichen Gesichtsformen und Bedürfnisse abgedeckt werden können. Andere hatten nur eine. Also ebenso das Koordinieren dann von Materialien und dann auch einheitlich zu pflegen, das ist dann auch nicht ganz einfach. Also es hat sicher Vor-, aber wie immer auch den Nachteile einer solchen zentralen Lösung. Vielen Dank, ich hänge ganz kurz noch ein. Das ist eine super Antwort, danke. Und genau die Schwierigkeit am Pandemielager des Bundes ist immer die, dass die Ware abläuft und nicht genügend dreht. Genau daher kommt von mir der Input, den habe ich auch noch ganz oben geschickt. Da bräuchte es zumindest für ein paar Artikel, es werden nie alle sein, dafür ist die Schweiz zu individuell, aber für ein paar Artikel bräuchte es eine praktisch Abnahme, wie ein Typ 2R Mundmasken, wie eine Abnahmeverpflichtung, so dass es schweizweit genug dreht, dass man sagen kann, wir haben für die super Zahlen, die Sie vorher gezeigt haben, auch im Peakfall für 6 bis 8 Monate schweizweit Lager. Und das geht nur, wenn es dreht. Und das geht nur, wenn alle Spitäler, nicht alle,
aber genügend mitziehen. Das bräuchte also ich möchte nur schon noch erwähnen, wir hatten ja teilweise Bedarfsänderungen um den Faktor 16 innerhalb Tagen oder Wochen. Mhm. Und also ich finde halt teilweise so die Nachrufe jetzt, die da stattfinden, denke ich mir immer, also wer solche Entwicklungen antizipieren kann, vor dem ziehe ich den Hut. Die Firma Prognosix ist da wirklich sehr nahe dran. Ich kann es nicht und viele andere auch nicht. Und wenn ich, und Sie geben mir gleich das Stichwort für das nächste Thema, wir haben das im Alltag, auch diese Herausforderung, was dreht und was dreht nicht. Wir haben über 300 verschiedene Modullager über unseren Campus verteilt und die führen im Schnitt so zwischen 200 bis 400 verschiedene Artikel. Und auch dort haben wir die Herausforderung, dass wir Schläfer haben und Schnelldreher. Schnelldreher zum Teil so exzessiv, dass die Pflege diese Produkte täglich nachbestellt. Teilweise werden Artikel mehrfach täglich nachbestellt und das über Monate. Also da findet keine Reaktion statt, so vielleicht sollte ich mal hier den Bestand oder die Losgröße anpassen. Und wir haben zwar Versorgungslogistiker im Einsatz, Leute, die geschult sind, die SAP nutzen können, aber über diese Unmengen an Lagerkohorten und Artikel kriegen sie das dann einfach auch nicht gebacken. Plus, was ja auch ständig stattfindet, Veränderungen im Bedarf, weil die Behandlungsschema geändert werden, weil sie plötzlich neue Patientenkollektivs haben. Also wir haben jetzt teilweise verschiedene Rochaden, wo neue Fachgebiete miteinander vereint werden und jetzt haben sie nicht mehr den gleichen Artikelbedarf. Also da haben sie einerseits die Herausforderung, welche Artikel kriege ich da überhaupt in diese Modulschränke rein von diesen neuen Fachgebieten und wie wird sich der Bedarf durch diesen neuen Patientenmix verändern? Und das können sie nicht so instantly beantworten. Bisher war es eher über so historische Daten, retrospektiv und das reicht einfach nicht. Da müssen wir wie neue Wege finden und deshalb auch dieser Ansatz über KI, die Sortimente auch vorwärtsgerichtet zu definieren. Ich muss mich ganz kurz, im Nebenamt bin ich ja noch Zeitmanager, einschalten. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, sonst kommen wir mit diesen interessanten Streams nicht durch. Es ist noch eine Publikumsfrage von Matthias Kalweit. Würde ich vielleicht bitten, noch eine Minute sich diese Frage zu widmen und dann weiterzugehen im Programm. Herr Kalweit, wenn Sie die Frage bitte stellen möchten. Ja, es hat sich ganz viel ergeben. Der Herr Soland hat eigentlich schon viel beantwortet. Ich wollte kurz nur noch sagen, ich schaffe bei Galexis. Wir haben eigentlich versucht, solche Volumen zu bündeln und sind eigentlich auf die Probleme gestoßen, die der Herr Soland da gerade dargestellt hat. Für mich interessant in diesen Projekten war einfach auch die Tatsache, dass gewisse Professoren, Doktoren nicht in der Lage sind, von ihren geblümten Handschuhen abzusehen, sondern die wirklich eingefordert haben. Und das war dann einfach auch bis auf Kantonsebene einfach ein No-Go. Das war eine gegebene Tatsache, die man dort bearbeiten musste. Mehr wollte ich nicht sagen, Messi. Danke, Alexander, wenn ich wieder an dich geben darf. Danke. Ja, das ist effektiv ein sehr zentraler Punkt, zusammen mit den Nutzern diese Sortimente zu definieren. Wir haben hier auch klar den Approach, wir machen Empfehlungen. Wir sind nicht die Mediziner, wir sind nicht die Pflege. Es sollen die definieren, was sie da benötigen im Alltag für die Behandlungen der Patienten. Aber wir können doch starke Empfehlungen machen und das geschieht immer wie interaktiver, iterativer. Sie sehen so hier diesen Ablauf, dass wir anhand der Daten und Empfehlungen von Prognosix auf unsere Kunden zugehen, dann das besprechen. Das sieht dann beispielsweise so aus, dass wir Ihnen aufzeigen, du hast ein Drittel von deinem Sortiment, das du sehr, sehr selten benötigst. Aber versetzen Sie sich in die Lage der Pflege. Auch wenn Sie einen Artikel haben, den Sie nur zweimal im Jahr brauchen, Sie wissen aber, in den zwei Events ist es essentiell, dass Sie dieses Produkt haben. Da würden Sie als Pflegende oder als Pflegender genauso entscheiden, ich will das am Lager haben, weil ich will in dieser Situation dann nicht auf die Suche gehen müssen, den Artikel zu beschaffen. Wir haben dann den Vorteil, dass wir sagen können, du, ein Stock tiefer gibt es eine zweite Abteilung, die hat diesen Artikel, wenn es jetzt dann wirklich so hart auf hart geht, dann könntest du dich dort bedienen und
diese Überlagungen, die wir über den Campus verteilt haben, die versuchen wir auch mehr und mehr aufzuzeigen und auszuspielen. Und da gibt es aber dann doch auch viele Artikel, wo dann auch die Pflege oder die Ärzteschaft einsieht, es macht gar keinen Sinn. Das muss ich nicht als Lagerartikel halten. Das bestelle ich dann halt, wenn es soweit ist. Oder ich kann sogar den Patienten mit nach Hause geben. Es muss nicht unmittelbar angewendet oder verabreicht werden. Auf der anderen Seite gewinnen wir dann mit der Reduktion dieser Schläfer auch viel Platz für Dinge, die wirklich wichtig sind, die extrem drehen, wo sie eigentlich zu wenig Lagerkapazitäten haben. Und dass sie eigentlich zweiseitig gewinnen, das hat uns jetzt doch in der Vergangenheit mehr und mehr geholfen, diese Sortimentsoptimierung mit der Pflege durchzuführen. Und vielleicht zu diesem Slide. Entschuldigung, Peter, dass ich da ein, zwei Dinge von dir überspringe. Da sehen Sie jetzt ein paar Beispielstationen. Und im krassesten Beispiel konnten wir den Sortimentsumfang, und das sind jetzt hier nur die Arzneimittel, um 46% reduzieren. Und dann haben wir auch wieder erklärt, stell dir vor, du kommst jetzt an diesen Arzneimittelschrank und du hattest bisher fast 600 verschiedene Schächtelchen und Schubladen beschriftet und jetzt hast du noch knapp 300. Für dich ist doch das eine Riesenverbesserung der Convenience. Deine Reaktionszeit wird viel besser sein. Die Gefahr, dass du eine Verwechslung vornimmst, hat sich um 46% reduziert. Und diese Dinge, die ziehen doch mehr und mehr, dass wir auch mit den Nutzen, die halt auch sehr spezifische, teilweise für uns Logistiker auch unverständliche Bedürfnisse haben, dass wir diese Diskussion besser führen können. Ja, ich glaube, die Vorteile sind den meisten hier in dem Call, gehe ich mal davon aus, bestens bekannt. Das sind auch Dinge und Themen, die Sie selber anstreben. Ich glaube, da müssen wir nicht so viel erklären. Ich möchte gern dem Peter wieder das Wort übergeben. Wie gehen Sie es an? Wie können Sie uns eben diese wichtigen Daten und Informationen liefern? Sehr gerne, ja. Ich würde ganz kurz einen Abriss geben, wie diese KI-Ansätze funktionieren und was es dafür braucht. Grundsätzlich arbeiten wir mit externen Daten wie öffentliche Quellen, beispielsweise Übersaisonalitäten, Events, Wetter, Fallzahlen. Da gibt es diverse Quellen, die wir kombinieren mit internen Quellen, beispielsweise aus SAP. Das können Informationen über Bedarfe sein, über Lieferungen, Wareneingänge, Bestellungen. Und unsere KI in der Mitte, die kombiniert oder sucht in diesen Datenquellen nach Mustern, die es erlauben, eine Prognose zu machen. Selbstverständlich gibt es diese Muster nicht immer. Zu Beginn einer Pandemie braucht es primär Szenarien, denn da kann die KI noch nicht sinnhaft auf etwas lernen. Nach einigen Monaten gibt es entsprechende Historien und die Zusammenhänge können von der KI gelernt werden. Das führt dazu, oder das ist die Frage, wie jetzt wirklich gelernt werden kann. Wir sehen hier ein Beispiel, das nichts mit Medizin zu tun hat, aber ein Beispiel, das es schön illustriert. Wenn eine KI einen Hund oder einen Hut auf einem Bild erkennen soll, dann muss sie Tausende, vielleicht sogar Millionen von Bildern bekommen, wo drauf steht, das ist ein Hut, das ist ein Hund, das ist ein Hut, das ist ein Hund. Und wie ein Kind lernt die KI dann, was Hund und was Hut ist und kann es auf einem neuen Bild identifizieren. In der Medizin geht es natürlich um anderes, aber das Prinzip ist dasselbe. Wir sehen links im Bild Lerndaten, das sind jetzt wöchentliche Verbräuche eines Beatmungsbeutels. Die KI lernt auf diesen Wochendaten links und extrapoliert daraus eine Prognose. Sie lernt auch jede Woche weiter dazu. Jede Woche, die sie mehr sieht, lernt sie mehr und bekommt so eine Prognose, die ich A verwenden kann, wie wir es vorhin gesehen haben, für einen operativen Prozess, wo ich vielleicht wöchentlich oder sogar täglich Updates brauche, oder für eine Sortimentsoptimierung, wo ich vielleicht ein bis zweimal im Jahr ein Update brauche. Die KI ist dabei nicht einfach eine Blackbox. Es gibt Algorithmen, die auch erklären, wie sie die Prognose machen. Hier sehen wir das Beispiel eines Testkits. Die KI sagt uns, worauf sie vor allem schaut oder was sie herausfindet, wenn sie die Daten anschaut. Sie schaut auf die Fallzahlen primär und macht das natürlich für jeden Artikel anders. Im zweiten Beispiel sehen wir einen weiteren Artikel, nämlich ein Beatmungsset. Und da geht es natürlich vor allem um die Beatmungsstunden, die da relevant sind für den Bedarf dieses Artikels.
Der Genauigkeitsgewinn mit diesen Methoden ist in der Größenordnung von 50%. Das heißt, wenn wir einen Prognoseprozess haben, der in der Regel auf einer Vergangenheit alleine basiert oder reine auf menschlicher Intuition basiert, dann können wir diesen Prozess, das sind branchenübergreifende Zahlen, in der Regel um etwa 50% genauer hinbekommen. Und diese 50% sind noch kein Business Case. Den Business Case hat Alexander vor allem vorhin schön beschrieben. Man kann Sortimente reduzieren. Wir haben Zahlen gesehen, die sehr beeindruckend sind. Wir haben hier mal die 40% so als Mittelmaß angenommen. Und wir können eben nicht nur Sortimente an sich reduzieren, sondern wir können auch Lagerbewirtschaftung optimieren, beispielsweise 15% Mengenreduktion in Lagern erreichen. Und das zeigt auch ein bisschen die Vorteile der KI auf. Wieso sollen es solche Algorithmen richten können? Die haben im Wesentlichen drei Vorteile. Der erste ist die Skalierbarkeit. Das heißt, ich kann jetzt mit einer Maschine eben 40.000 Artikel in gleicher Qualität bewirtschaften an hunderten Standorten und das täglich aktualisiert. Das zweite ist, ich kann mit Algorithmen ein Zusammenspiel bauen von Sortiment, von Bestand und Bestellungen. Nur weil ich weiß, was der Bedarf sein wird, weiß ich ja noch nicht, was ich bestellen soll. Daraus braucht es weitere Logiken, die wir bauen, wo wir die Vorausfälle sogar eingehen können und so eben das ganze Zusammenspiel abbilden. Und drittens, das ist ganz besonders wichtig, bauen wir eine Grundlage damit, eine objektive Grundlage basierend auf Daten, basierend auf Visualisierungen dieser Daten und Prognosen, sodass die interprofessionelle Zusammenarbeit vom SCM mit der Pflege, mit den medizinischen Stakeholdern eben noch besser funktionieren kann. Da möchte ich noch kurz einhaken. Diese Interprofessionalität ist wirklich zentral. Nicht nur, weil das Ganze am Anfang einer Entwicklung steht, sondern das ist auch jetzt schon im Alltag gar nicht mehr zu bewältigen, diese Fragestellungen. Also wir brauchen die Mediziner, die Pflegende wirklich zum Eruieren, was ist der Bedarf, wieso kommt er daher, wie wir ihn erleben, Diskussion über die Sortimente. Wir brauchen dann aber auch die Beschaffung, die Einkäufe, die Märkte kennen, die Hersteller, welche gut funktionieren mit ihrer Supply Chain, wo nicht. Wir brauchen die Logistik, die dann vor Ort diese Lagerbewirtschaftung machen. Wir waren extrem angewiesen auf die IT. Also diese Anbindung allein der Systeme war auch eine kleinere Geschichte. Unter Covid ist das sehr viel einfacher gegangen, als das unter Normalbedingungen stattfinden würden. Datenschutz, Zugriffsschutz und so weiter. Berechtigungen. Aber all diese Player waren nötig, sonst würden diese Tools hier gar nicht stehen und auch die Weiterentwicklung wäre gar nicht möglich. Und schlussendlich ist das ja auch das, was uns gereizt hat, eben dieses Zusammenspiel von verschiedenen Charakteren und Fachspezialitäten, um beste Lösungen für unsere Patienten generieren zu können. Gut, ich nehme an, das ist der Moment, wo du darauf wartest, ob Fragen eingegangen sind vom Publikum. Genau. Nein, keine Fragen wieder via Chat oder so. Genau, wir sind zeitlich etwas eng, da würde ich doch sonst sagen, nehmt doch den dritten Abschnitt noch in Angriff. Das ist in dem Sinn noch ein Ausblick. Da darf ich gerne wieder Peter übergeben und ich würde es dann noch ein bisschen ergänzen. Sehr gerne. Wir haben, wie anfänglich gesagt, 2019 angefangen im Gesundheitswesen, haben vorab vor allem fokussiert auf den Lebensmittelhandel und andere Institutionen, die mit Forecasting arbeiten. Und im Gesundheitswesen, da haben wir extreme Potenziale aus meiner Sicht. Wir haben die dunkelgrünen Punkte mit dem USZ angepackt, umgesetzt und operativ am Laufen. Also wir können sagen, auf welchen Stationen welche Sortimente sinnhaft sind, wann es welche Bestände braucht und wann man eben wie viel von was einkaufen soll. Das ist auf der rechten Seite. Jetzt gibt sich da aber ganz vieles mehr, das wir machen können aus den ganzen Daten, die wir haben. Im Zentrum sehen Sie die Prognose von Fallzahlen. Das ist eigentlich das, was überall die Bedarfe
antreibt, sei es von Produkten, sei es vom Personal. Die Zusammenhänge sind aber komplex. Wir können nicht einfach sagen, jeder Patient braucht dieses Set an Produkten, sondern es hängt ab von der Diagnose, vom behandelnden Arzt und von diversen weiteren Faktoren. Also das heißt, nur eine Fallzahlprognose, die wir sehr gut machen können, die herzunehmen und daraus einfach Sortimente zu vorhersagen, das geht nicht so trivial, das braucht diverse Inputs, das braucht Technologie, das braucht auch Verständnis und braucht die richtigen Einflussgrößen. Allerdings lässt sich daraus dann eben noch deutlich mehr bauen. Lässt sich zum Beispiel mit der AMP eine Art Prozesssteuerung aufbauen. Das heißt, wir wissen, wann wir wie viel von was aufbereiten müssen. Wir wissen, wann wir wie viele Personen dafür brauchen. Und wir können daraus auch ableiten, wann wir welche Kosten bzw. Erträge erwarten. Diese hellgrünen Punkte sind aktuell in Weiterentwicklung. Ebenso spannend ist auf der linken Seite die Planung und die Belieferung und Bewirtschaftung der OP-Plattformen. Da geht es aber nicht nur um das Supply Chain Management von Materialien, sondern es geht effektiv auch darum, dass wir mit KI eben OP-Planung grundsätzlich optimieren können. Also da fängt ein Zusammenspiel an von medizinischen KIs oder medizinischen Prozesse direkt dann auch mit den Supply-Prozessen. Dasselbe gilt für ungeplante Fälle, auch wenn das eher um die 20% und nicht 80% sind der Fälle. Die wir vor einigen Jahren mal gemacht haben an der ZHW, können wir relativ genau sagen, wann wie viele Unfälle ungefähr wo passieren. Das ist so ein grober Überblick von meiner Seite, was noch alles auf uns zukommen wird. Da sind wir, wie der Peter gesagt hat, eben schon so weitere Cases zu erarbeiten. Ein Großteil des Personals in meiner Organisation hat, wie die Medizin auch, so eine Grundleistung zu erbringen und auch so eine Vorhalteleistungsfunktion. Also wir brauchen einfach gewisse Teams unabhängig von den Fallzahlen, aber wir haben doch auch Einheiten, die sehr stark getrieben sind, wie das Business dreht, wenn man das jetzt mal so sagen oder nennen darf. Und da sind wir schon auch interessiert, dass wir unsere Ressourcen spezifischer beplanen und den Bedarf angepasster bringen können. Der Kostendruck, der ist doch da. Unter Covid hat er nochmals zugenommen. Und das sind wirklich auch Möglichkeiten, wie wir sorgsam mit unseren Ressourcen beim Personal, den Materialien, aber auch der Nutzung der Infrastruktur umgehen können. Ja, Fragen aus dem Publikum? Keine Fragen. Scheint alles klar zu sein. Wahrscheinlich alle ein bisschen. Jetzt ist eine Hand da. Herr Studer, ich erteile die Sprecherlaubnis. Herr Studer Peter, können Sie uns hören? Ja, ich kann Sie hören. Können Sie mich hören? Ja, einwandfrei. Ja, gut. Besten Dank für die interessanten Präsentation. Auch dir, Roland, für das gute Meeting. Ich meine, was jetzt ein bisschen kurz gekommen ist, ist eigentlich der Einflussfaktor der MDR, Regulierungsumstellung. Hier haben wir gerade letzte Woche wieder gehört, dass gerade der deutsche führende Industrieverband BVMed davon ausgeht, dass bis zu einem Drittel des Produktesortiments verschwinden kann, dass wir in den nächsten Jahren doch einen erheblichen Zertifikatstau mit Supply Chain Auswirkungen haben werden. Ich denke mir, das ist natürlich ein gutes Beispiel, dass man hier integrieren könnte in prognostische Ausblicke, also in prognostische Daten, die Ausblicke geben, wie man sich zu verhalten hat in Spitälern und auch in Bezug auf allenfalls alternative Behandlungsmöglichkeiten, die sich anbieten in solchen Fällen. Eine Frage konkret an Herrn Soland. Sie haben vorhin gesagt, dass ja gerade im Campus man festgestellt hat, dass durch die unterschiedlichen Steuerungsmöglichkeiten bei den einzelnen Betrieben ein Ausgleich zwischen Schläfer und Durchläufern
bewerkstelligt werden könnte. Ich frage mich einfach, lässt sich so ein Denkmodell nicht sogar über einzelne Spitalorganisationen in Bezug auf Spitalverbundsdenken ausweiten? Das wäre meine Frage. Besten Dank. Danke, Herr Studer, für die Frage. Wir haben diese Prüfung, wie deckungsgleich unsere Sortimente spitalübergreifend sind, immer wieder. Also ich hatte beispielsweise mit einem Spital, ich nenne jetzt den Namen nicht, das ist ein Zentrumspital, haben wir unsere Lagerartikel miteinander verglichen. Wir gingen beide davon aus, Lagerartikel sind bei uns beide Blockbuster mit einem hohen Deckungsgrad. Es waren lediglich 20%. Und einfach zum Verständnis, wir haben nicht Herstellerartikelnummer deckungsgleich gesucht, sondern wir waren schon zufrieden, wenn es die gleiche Bezeichnung war. Und also das ist wirklich für mich so ein Phänomen, wie unterschiedlich teilweise da Artikel zum Einsatz kommen, schon bei so banalen Dingen wie Handschuhe oder Masken oder sonst was, gar nicht gesprochen dann von sehr spezifischen Materialien, irgendwelchen Kathetern oder Beatmungssets oder was auch immer. Vieles ist ja dann auch noch abhängig von Gerätschaften, da stellen sie auch nicht so schnell um. Und ja, MDR ist ein großes Thema. Ich sage einfach, ich habe gar nicht den Wunsch, 40.000 Artikel abzudecken. Das weiß ich jetzt schon, das ist unmöglich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass mir da Dinge aus dem Sortiment fallen, die ist bei 100%. Deshalb so der andere Ansatz. Ich habe da immer so die Frage gestellt, lieber Herr Professor Doktor, ohne Professor und Doktor, ich spreche Sie ohne Titel an, die Herren, und die sind ja wenige Damen. Wenn Sie auf einer einsamen Insel wären und Sie dürften jetzt 100 Artikel wählen, mit denen Sie Ihre Patienten behandeln dürfen, welche sind das? Und das war dann eigentlich so unser Fokus. Und bei den 100 Artikeln kann ich ansetzen mit dem Einkauf. Da kann ich nach Multiple-Sourcing-Strategien suchen, Ersatzartikel definieren, Backup-Lager fahren, Vorhalteleistungen definieren, aber nicht mit 40.000. Und dann eine weitere Grundlage, die uns fehlt, Peter Kauf hat es gezeigt, er nutzt externe Daten, er ist aber auch auf interne Daten angewiesen. Also wir müssen ja für all diese Artikel die Risikoklasse haben. Die haben wir nicht. Wir haben es für die wenigsten. Wir sind jetzt dran, das zu pflegen, aber teilweise auf abenteuerliche Weise. Wir haben dann interne Risikoklassen gebildet, also was heißt es, die Kritikalität für das USZ, das ist ja noch eine andere Sicht. Also auch schon nur Datengrundlage zu schaffen, mit denen gearbeitet werden kann, mit denen Strategien entwickelt werden kann, ist eigentlich eine große Herausforderung. Und deshalb versuchen wir auch so mehrgleisig zu fahren. Wir haben Sortimente, sind wir relativ weit und können mit Prognosix weiterarbeiten in Richtung Forecasting oder auch mit den Lieferanten sind wir dann beispielsweise so die Wechselwirkung unter der Nutzung solcher Systeme zu prüfen. Und in anderen Sortimenten, da habe ich das Gefühl, da stehen wir noch ganz am Anfang, zu klären, was wir überhaupt benötigen. Ich weiß nicht, ob ich noch auf Leitung bin, aber gerade ja, die neue Nomenklatur von GS1 ist ja eigentlich der Organisator dieses Meetings, wird natürlich hier entscheidend Hilfestellung bieten, um sehr, sehr viele Fragen, die Sie jetzt angestoßen haben, zu klären. Peter, vielleicht auch Alexander, ich bin jetzt gerade ein bisschen stimuliert worden, dass ich auch noch ganz kurz etwas sagen, aber uns nur noch ganz, ganz wenige Minuten bringen. Aber eigentlich, was hier heute gerade die letzten paar Minuten stimuliert wurde, ist eigentlich, wie wichtig dass die Stammdaten sind. Alexander, das ist zu Eingang schon erwähnt, eines meiner Lieblingsthemen. Und wie gut eigentlich die UDI ist, weil das ist eigentlich ein Supply Chain Management Punkt, der jetzt eigentlich in das Regulatorium Einzug gehalten hat. Also man weiß, Peter, du berichtest auch sehr viel darüber, es fallen Notified Bodies aus, damit werden etwa Produkte ausfallen und deshalb werden plötzlich diese Stammdaten wichtig, weil man zum Beispiel diese europäische Klassifizierungsnummer hat, die CMD, die eigentlich so eine Indikationsgruppe darstellt, welche man dann eigentlich für Substitutionsmöglichkeiten abzuchecken auch sehr schnell einschätzen könnte. Gut, das musste ich loswerden. Das ist mir so ein Anliegen, immer diese Stammdaten und Identifikation. Wir haben noch Zeit für eine Publikumsfrage. Max, eine, eine,
Eine Frage wäre dann noch von Herrn Kalweit. Einen Moment schnell. Herr Kalweit hat die Hand heruntergenommen. Vielleicht können Sie sich noch einmal melden. Ja, einen Moment schnell. Hier. Sie haben die Sprecherlaubnis. Sie, also ich bin nicht sicher, ob das vorhin richtig klar geworden ist. Galexis ist der größte Verteiler von Medikamenten in der Schweiz, sage ich mal. Und die haben versucht, ein Projekt zu machen in dieser Pandemiezeit, wo es eigentlich darum ging, eben Pandemieartikel vorzuhalten und bereitzuhalten. Das Projekt kam grundsätzlich theoretisch zum Fliegen, sage ich mal. Also wir haben das entsprechende Modell führen können, in dem vor allen Dingen auch Preise natürlich und Verfügbarkeit und Mengen und eine gewisse Rotation eine Rolle gespielt haben. Das ist Hardcore-Logistik, sage ich mal. Das, woran es schlussendlich gescheitert ist, sind die regionalen Bedürfnisse gewesen, sage ich mal. Also es war relativ schwierig und das hat jetzt auch die Diskussion gezeigt, dass man dort alle Bedürfnisse wirklich über einen Kamm schert und sozusagen eine Schnittmenge von Produkten findet, die für alle geeignet sind. Unterm Strich war der Leidensdruck wahrscheinlich nicht groß genug, könnte man auch sagen. Das ist ein Punkt. Der zweite, in der Diskussion wird jetzt für mich eigentlich deutlich, ist meine Meinung, KI wird benutzt, um repetitive Funktionen, sage ich mal, über eine größere Anzahl von Artikeln zu ermöglichen. Die große Frage aber ist, und das haben wir auch gesehen, wir sind absolut blauäugig, weil wir die Konsequenzen überhaupt nicht abschätzen können, was so eine Krisenlage bewirkt. Wer hätte gedacht, dass Pandemie, also ein Virus, die Holzpreise explodieren lässt? Da nutzt uns KI nichts, sondern da muss man eben einfach wahrscheinlich ganz schlaue Leute dahinter haben, die mögliche Szenarien mit oder besser gesagt ohne Scheuklappen so weit denken und diese Konsequenzen eben irgendwie berücksichtigen können. Und das ist eigentlich die Herausforderung. Ich darf da vielleicht kurz einhängen. Herr Kalweit, ich stimme Ihnen da völlig zu. Die KI, die kann nicht etwas aus dem Nichts generieren, wie das ein Mensch manchmal mit seinem Bauchgefühl, aber oft auch schlecht kann. Also wie Sie sagen, die KI hilft zum Skalieren. Sie können repetitive Prozesse, aber auch schwierige repetitive Prozesse, also zum Beispiel Artikel, die Saisonalitäten haben oder die sehr dynamisch laufen, können Sie mit KI und Algorithmen sehr wohl prognostizieren. Und aus unserer Sicht, und das erleben wir auch bei anderen Kunden außerhalb Healthcare, ermöglicht genau dieses Automatisieren eben dann diese wichtige Geschichte, die Sie jetzt eingebracht haben, nämlich dass dann die wirklich schlauen Leute die Zeit haben, die Ressourcen haben, sich eben um diese richtig schwierigen Dinge auch nochmal fokussiert zu kümmern. Gut, danke. Noch eine Frage gesehen zur Einbindung des Lieferantenmanagements. Ein guter Punkt. Eben auch hier stehen wir noch am Anfang. Mein Ansatz ist da eher mit der Mistgaufel dahinter. Eben wenn ich über 4000 verschiedene Lieferanten-Herstellerbeziehungen habe, dann habe ich schon mal eine Grundstrategie, nämlich das zu reduzieren. Da brauche ich auch nicht unbedingt eine KI dazu. Und dann in einem nächsten Schritt ist dann sicher auch wieder hier von Nutzen, also beispielsweise Prognosix liefert uns auch Veränderungen in der Liefertreue, aber auch in der Lieferzeit der verschiedenen Lieferanten. Und da kann man dann auch absteigend, aufsteigend sortieren und das eigentlich nutzen für das Lieferantenmanagement im Sinne von, uns ist aufgefallen, unter Covid hat deine Lieferzeit um Faktor 10 zugenommen, bei den anderen war es nur Faktor 2, was ist bei dir los? Also da gibt es auch so Möglichkeiten, das zu nutzen, aber so super interaktiv ist das Ganze noch nicht. Also da müssen wir auch als Organisation noch weiter wachsen. Was tun wir wirklich? Was ist unsere Leistung? Und was lassen wir künftig auch weg, weil es einfach nur ein Zeitfresser mit wenig Mehrwert ist. Ich sehe, dass Herr Knapp noch eine Frage hat zum Thema Stammdaten. Inwieweit beeinträchtigen Doubletten die Prognosegüte und benötigen wir eine Klassifikation? Vielleicht eine ganz kurze Antwort. Die längere Antwort kann ich Ihnen gerne auch in einem persönlichen Gespräch dann geben. Natürlich ist es wichtig, dass wir Stammdaten
haben, aber wir machen auch sehr viel Datenreinigung. Also gerade jetzt so etwas wie eine Doublette würden wir auf jeden Fall finden, die würden wir miteinander in Verbindung bringen und dann die Bedarfe poolen und sehen, okay, da haben wir nämlich denselben Artikel, der Bedarf für diesen Artikel ist X. Und Klassifikationen, wir haben diverse Kunden, wo wir ganze Hierarchien von Artikeln abbinden, wo wir sortieren können nach Lieferanten, nach Kunden, nach Produktgruppen. Das haben wir jetzt hier in unseren Lösungen am USZ noch nicht implementiert. Ist einerseits die Frage natürlich der Verfügbarkeit von solchen Klassifikationen. Ich denke, das ist die große Herausforderung, aber wir sind eben auch sehr gespannt, was es an Datenmanagement eben, was da möglich wird im Zusammenhang mit MDR, mit Basic UDIs. Ich denke, da wird es sicher noch diverse Möglichkeiten geben, auch solche Klassifikationen mit einzubringen, ohne dass sie jedes Haus selber pflegen müsste. Ja, gut, danke. Ich glaube, ich muss jetzt langsam mit dem Blick auf die Zeit etwas unsanft zum Ende kommen. Alexander, haben Sie noch etwas, das Sie unbedingt unserer Community mitgeben wollen? Ich bin kein Prediger. Okay, gut, ich glaube, hier hat uns sehr, sehr viele Sachen eigentlich gezeigt. Ich würde jetzt noch ganz kurz wieder den Bildschirm übernehmen und teilen. Also ich danke euch mal für den ganz interessanten Beitrag, den ihr uns gezeigt habt. Und ich versuche hier krampfhaft meinen Bildschirm zu teilen. Wenn da noch was draus wird. Ja, jetzt wird noch was draus. Noch ganz kurz ein paar Sachen, die aktuell sind. Sie sehen meinen Bildschirm, hoffe ich. Ja. Ja, super. Das letzte Webinar, da habe ich mit Nicola Florin über Referenzierung im Gesundheitswesen gesprochen. Dieses ist inzwischen seit auf unserem YouTube-Kanal zum Nachhören verfügbar. Unser nächster Anlass in dieser Form findet am 26.10. auch online statt, von 13 bis 14 Uhr. Da spreche ich mit Martin Gut, Spital STS AG und Thomas Scherer, Mathis Schweiz GmbH über MDR und UDI, mehr Nutzen für die Marktteilnehmer. Es wurde heute 2-3 Mal thematisiert, Artikeldubletten. Würde es bei Anwendung oder konsequenter Anwendung von UDI-DI in unserer Sprache Cheating genannt, würde es keine Doubletten geben. Und Stammdaten ist natürlich auch so ein Dauerthema, das immer wieder auftaucht. Dann ein kleiner Hinweis, solange die Kalender für 22 noch jungfräulich sind, reservieren Sie sich schon einmal den 8. und den 9. Juni, um nach Bern zu kommen. Da finden die GS1 Excellence Day statt. Da haben wir für jeden Geschmack etwas im Angebot, das Ihnen sicher gefallen wird. Diese Diskussion war ganz extrem interessant und wir sind zeitmäßig ein bisschen aus den Diskussionen gelaufen. Und ich musste dann etwas beenden. Also hier sind noch kurz die Kontaktdaten von Alexander Soland und Peter Kauf, wenn Sie kontaktieren möchten. Oder natürlich auch unsere Kontaktdaten von GS Science. Und um etwas, wo ich immer sehr froh bin, wenn Sie jetzt so teilgenommen haben an einem Gespräch und denken, oh, darüber möchte ich was haben, teilen Sie doch Ihre Ideen bitte mit uns, mit Marc oder mit mir. Wir werden das dann eigentlich fortlaufend in unsere Agenda einbauen und dass vielleicht schon bald Ihr Wunschthema hier auch besprochen wird im Plenum, sei das in Form eines Webinars, einer Podiumsdiskussion oder eines Livestreams. Alexander, Herr Kauf, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Teilnahme, für Ihre Unterstützung und für diese sehr, sehr, sehr interessante Diskussion und Vorstellung von KI. Ich kann mir heute etwas mehr darunter vorstellen. Ich denke manchmal, wenn ich das vor 20 Jahren gehabt hätte, wo ich mich so tagelang über AS400 ausdrucke im A4-Querformat endlos durchgearbeitet habe, manuell, da wäre ich wahrscheinlich schneller vorwärts gekommen.
Danke allen Zuhörern. Ich hoffe, wir konnten Ihnen etwas Neues bieten. Wir informieren Sie über zukünftige Events und hoffen, dass wir Sie bald wieder begrüßen dürfen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restnachmittag und hoffe, bis bald wieder. Danke vielmals für Ihre Teilnahme und Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.